Was geschah mit Diddys Ex Kim Porter? Denn angeblich soll Kim kurz vor ihrem Tod an ihre Memoiren geschrieben haben, in denen sie die Machenschaften von Diddy aufdecken wollte. Crazy. Berichteten, dass er regelmäßig gewalttätig gegenüber Kim war und sogar einmal ihre Nase brach, als sie im Urlaub waren. Ekelhaft. Du kannst nicht schwächer sein als ein Mann, der sich an Schwächeren vergreift. Da bist du alles, aber kein vernünftiger Mann. Du bist eine Pussy. Kim Porter ist über Nacht wie aus dem Nichts im Alter von 47 Jahren verstorben. Zum Beispiel, dass Kim einige Tapes gefunden habe, die Diddy und einen 18-jährigen Popstar zeigten. Justin oder Usher? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Heute von Ben Bugatti. Das Video heißt, was geschah mit Diddys Ex Kim Porter? Ich weiß es nicht, was mit ihr geschah, aber das werden wir jetzt erfahren. Ich liebe euch auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert diesen Kanal und jetzt würde ich sagen, geht wie immer der Peter los. Ich liebe euch alle. Peter Ellenmann, Alter. Und los. Vor einigen Monaten habe ich bereits über die Geheimnisse von Diddy berichtet und jeden Winkel seines Lebens beleuchtet. Der Diddler. Dabei habe ich jedoch bewusst ein Thema ausgelassen, das wir uns heute genauer anschauen werden. Und zwar die Beziehung zwischen Diddy und der Mutter seiner Kinder, Kim Porter. Kim ist vor 6 Jahren völlig überraschend über Nacht verstorben. Und seitdem kursieren... Vor 6 Jahren? Allreiche Theorien und Gerüchte über ihren Tod im Internet. Denn angeblich soll Kim kurz vor ihrem Tod an ihre Memoiren geschrieben haben, in denen sie die Machenschaften von Diddy aufdecken wollte. Crazy. Dass Diddy sie beseitigen musste. Doch um alles zu verstehen, müssen wir wie immer am Anfang beginnen. Kim Porter wurde im Dezember 1970 in Georgia geboren. Sweet. Begann sehr jung zu modeln. Schon im Alter von 11 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Vertrag bei einer lokalen Modelagentur und war seitdem als Model auf der Bühne. Schwierig, Digga, ich sag dir ehrlich, das hört man immer wieder aus Amerika, gell? Da gibt's ja auch diese komischen Kindershows, wo so kleine Girls sich schon so verkleiden oder anziehen wie eine erwachsene Frau und dann da irgendwelche Misswahlen mitmachen und so. Ich sag dir ehrlich, sowas dürfte es eigentlich gar nicht geben. Weil es ist ja klar, dass dann diese ganzen... Wer erfreut sich daran? Ja, diese ganzen pädophilen, teuflischen Leute, die geilen sich dann darauf auf und sneaken sich in diese Industrien rein, um sich einen Vorteil zu verschaffen. So, weißt du, deswegen Kids eigentlich aus Entertainment-Branche, Modeling und diese ganzen Sachen einfach raushalten. Einfach raushalten. Die sollen erstmal Kind sein. Die sollen erstmal einfach Spaß am Leben entwickeln und frei und vernünftig groß werden und nicht schon als kleine Mädels mit 11 Jahren dann irgendwie halb nackt dargestellt und fotografiert werden. So, die Fotografen und so, da kann halt das Potenzial, dass da irgendwas schief läuft, ist halt einfach viel zu groß, finde ich. In Werbespots und in Zeitungen zu sehen. Dadurch wurden einige New Yorker Modelagenturen auf sie aufmerksam, die gerne mit ihr zusammenarbeiten wollten. Im Jahre 1988 schloss Kim dann die Highschool ab. Und da es ihr großer Traum war, Model zu werden, zog sie nur einen Monat später im Alter von 18 Jahren alleine nach New York. Crazy. Dort lernte sie den Sänger L.B. Shaw kennen, den sie dann zu daten begann und durch ihn traf sie Größen wie Mike Tyson, Stevie Wonder und Eddie Murphy. Diese Bekanntschaften sorgten dafür, dass Kim Zugang zu den besten Model-Castings erhielt. Und bei einem dieser Castings lernte sie im Jahre 1989 Bill Cosby kennen, der... Cosby auch schwierig, gell? Gab's ja auch Anschuldigungen in Richtung solchen Geschichten wie bei Diddler, gell? Müssten wir uns eigentlich auch mal mit auseinandersetzen, haben wir noch gar nicht im Stream gemacht. Ich bin da auch gar nicht so im Thema drin. Aber dem wurde auch einiges vorgeworfen, auch mit Minderjährigen und so, oder? Bin ich da falsch informiert? Wie wir alle wissen, ein sehr ekelhafter Mensch ist, da er sich über Jahrzehnte an Frauen vergriffen haben soll. Viele glauben deswegen... Ein sehr ekelhafter Mensch ist, weil er sich über Jahrzehnte an Frauen vergriffen haben soll. Er wäre ein ekelhafter Mensch, wenn das der Fall ist. Ich weiß es nicht, Digga, ich bin da nicht im Thema. Dass auch Kim Porter Opfer von ihm geworden sein könnte. Doch dafür gibt es bis heute keine handfesten Beweise, auch wenn das Ganze sehr verdächtig klingt.
nicht. Eigentlich Cosby damals aber in der Serie bester Mann gewesen, gell? Jeder muss das tun, was er amazing findet. Florian Majuzda, ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für deine Unterstützung. Muchas gracias. Thank you very much. I love you. Welcome to the Love Gang, Digi. Connection zu Bill Cosby wurde die damals größte Modelagentur namens Elite Modeling Agency auf Kim aufmerksam und nahm sie im Alter von 19 Jahren unter Vertrag. Im selben Jahr heiratete sie ihren Freund L.B. Shore, mit dem sie im Jahre 1991 ihr erstes Kind namens Quincy bekam. Da sie frisch Mutter wurde, war ihre Modelkarriere nicht mehr so lukrativ, weswegen sie anfing, bei Uptown Records als Rezeptionistin zu arbeiten. Und ab krass. Da an kam. Guck mal hier, der Rechte. Clive Davis. Didi. Didi war zu diesem Zeitpunkt der A&R des Labels und verliebte sich, nach eigener Aussage, sofort in Kim, als er sie das erste Mal sah. Und Haram, Cousin, die war verheiratet. Obwohl Didi wusste, dass Kim vergeben und frisch Mutter geworden war. Das juckt den Diddler aber sowas von gar nicht. Der Diddler, der scheißt auf sowas. Hielt ihn das nicht davon ab, auf seine Chance zu warten. Das Verrückteste an dem Ganzen ist, er selber hatte eine Freundin, mit der er ebenfalls gerade sein erstes Kind bekam. Die ist in einigen Musikvideos drin auch. Trotzdem wartete er, bis es in Kims Ehe kriselte und nutzte die Gelegenheit, um ihr näher zu kommen. So hatten sie eine kurze Affäre, bis Kim sich von ihrem Ehemann trennte und Didi sich von der Mutter seines ersten Kindes. Noch im selben Jahr wurde Kim von Didi schwanger und im Jahre 1994 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Um eine perfekte Familie zu werden, adoptierte Didi auch Kims Sohn, der damals 3 Jahre alt war, sodass er sein Stiefvater wurde, damit sie gemeinsam ein harmonisches Familienleben führen konnten. Crazy. Doch das Glück hielt nicht lange an, denn ab Mitte der 90er Jahre wurde Didi und sein Label Bad Boy Records millionenschwer. Und Didi war täglich unterwegs und ging sehr häufig fremd. Da haben doch die miesen Freak-Offs angefangen in der Zeit doch, ne? 1999 öffentlich bekannt wurde, dass er Jennifer Lopez datete. Kim erfuhr erst über die Presse von dieser Beziehung. Yo, das ist hart. Trennte sich daraufhin sofort von Didi. Da sie ein gemeinsames Kind hatten, wurde gerichtlich angeordnet, dass Didi $150.000 an Kim zahlen musste, sowie monatliche $20.000 Unterhalt. Bis hier 20.000 im Monat ist crazy, Bro. 20.000 einfach im Monat Unterhalt, das ist krass. Ja, das wird halt am Einkommen bemessen, ne? Und am Lebensstandard so mäßig, gell? Kind 21 Jahre alt ist. Mit diesem Urteil wurde außerdem beschlossen, dass Kim jedes Mal $50.000 Strafe zahlen muss, sollte sie über Didis Privatleben sprechen. Krass. Und damit sollte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Voll wenig, sagt Mercedes. Yo, Alter, die Girls, Bruderherz, ich küsse euer Herz. Voll wenig. Die sagt es ernsthaft sogar. Sein, oder? Doch Kim Porter sagte einmal in einem Interview, dass Didi sie trotz der Trennung und seiner Beziehung zu J-Lo weiterhin täglich 50 bis 60 Mal anrief, sie aufsuchte und sehr aufdringlich war. Kim versuchte jedoch, ihr Leben weiterzuleben und begann, den Musikunternehmer Shakir Stewart zu daten, was Didi natürlich überhaupt nicht gefiel. Wenig später waren Didi und Shakir Stewart auf derselben Hochzeit eingeladen. Wenn man so viel verdient, dann ist das wenig. Viel zu wenig. 20.000 im, also 150.000 Euro so und dann 20.000 Euro im Monat? Also ich glaube, da kann man ein Kind auf jeden Fall gut mit ernähren und einen guten Lebensstandard verpassen, so weißt du? Verstehe ich nicht, Digga, was die Leute, wie ihr denkt, so. Es geht doch darum, ob das Kind vernünftig ernährt wird, in die Schule gehen kann, dass die sich Dinge leisten können, etc. pp. Und damit ist doch alles abgedeckt, so. Verstehe ich nicht. Also was habt ihr denn? Habt ihr den Bezug zu Geld verloren, gell? 240.000 im Jahr. Es gibt Menschen, die haben nicht mal 100 Euro im Monat. Und als Didi hörte, dass Shakir anwesend war, stürmte er das Zimmer, in dem Shakir war, und attackierte ihn. Er zerschlug einen Stuhl auf Shakirs Kopf und ließ ihn mit den Worten „Ich werde dich umbringen“ auf dem Boden liegen. Durch die Attacke von Didi musste Shakir sogar am Kopf genäht werden. Doch anscheinend zeigte er Didi nie an und verließ Kim wenig später, sodass Didi erneut versuchte, Kim für sich zu gewinnen. Während seiner 2 Jahre langen Beziehung mit J-Lo soll Didi sie immer wieder mit Kim betrogen haben, was einer der Gründe gewesen sein soll, warum sich J-Lo und Didi im Jahre 2001 trennten. Nach der Trennung wurden Kim und Didi wieder ein Paar und bekamen 2006 sogar Zwillinge.
Crazy, also fast alle Kinder von Diddy sind von ihr. Doch als sie das zweite Mal eine Beziehung führten, wurde Diddy immer aggressiver und fing an, Kim zu Danach kam Cassie dann auch ins Spiel, glaube ich, oder? Sagen, wenn sie nicht gehorchte. Roger Bornes und Mark Curry, die von 2003 bis 2012 als Diddy Securities arbeiteten, berichteten, dass er regelmäßig gewalttätig gegenüber Kim war und sogar einmal ihre Nase brach, als sie im Urlaub waren. Ekelhaft, ich schwör's dir, ekelhaft. Ich muss das auch nochmal hier an der Stelle sagen, jeder Mann, der seine Hand an eine Frau anlegt, ist kein Mann. Jeder Mann, der das macht, ist kein richtiger Mann. Ihr seid irgendwas, aber keine Männer so. Ich werde das nie verstehen. Und leider ist es auch teilweise echt. Also ich höre immer wieder von so einer Scheiße, weißt du? Es ist zu weit verbreitet, dass Männer denken, dass das krass ist irgendwie oder so. Ihr Fotzen. Du kannst nicht schwächer sein als ein Mann, der sich an Schwächeren vergreift. Da bist du alles, aber kein vernünftiger Mann. Du bist eine Pussy. Sorry, wenn ich das mal so sagen muss, aber es ist einfach so. Ja, meine das ernst, habe zwei Freundinnen, die monatlich 50.000 kriegen und die Ex-Männer sind nur Millionäre, aber vielleicht zahlte er ja noch anderes. Bruff. Bruff. Deswegen musste Kim wochenlang mit einem Pflaster auf der Nase rumlaufen. Doch sie ließ es immer wieder über sich ergehen und blieb weiterhin an P. Diddys Seite. Und obwohl Diddy alles hatte, was er wollte, ging er weiterhin fremd und begann eine Affäre mit Cassie, die ebenfalls vergeben war, während... Ja, das ist diese Machtgeschichte, ne, Freunde? Das ist dieses, wenn du zu viel Macht und Geld hast und nicht an was Höheres glaubst, keinen Gott hast, keine Ethik, Moral hast, die dich vor Dingen abhält, dann wirst du immer jemand sein, der den nächsten Kick sucht, so. Dann gibt dir irgendwann der Lifestyle, den du aktuell lebst, nicht genug. Du gibst dich nicht zufrieden mit den Dingen, die du hast. Wenig Dankbarkeit, dies, das, bla, und dann wirst du immer krankere Scheiße machen, weißt du? Deswegen passiert auch in diesen Industrien, selbst bei Männern, die haben eigentlich alles, was die haben und machen trotzdem irgendeine abgewichste Scheiße, einfach weil die sich nicht mehr mit dem zufrieden geben und mehr Macht und mehr dieses ego-befriedigende Powergefühl haben wollen, weißt du? Das ist eklig. Kim mit den Zwillingen schwanger war. Einfach nur ehrenlos, ja? Doch damit nicht... Mercedes sagt deswegen, Mädels, macht selbst die Millionen, dann sind die Männer egal. Ja, Mädels, macht selbst die Millionen, dann sind die Männer egal. Wie wär's, wenn man einfach eine vernünftige, schöne Familie gründet und mal den Partner danach auswählt, was für ein Herz der hat und nicht wie viel Money der auf dem Konto hat und dass man dann bis zum Tod zusammenbleibt, wie es auch früher mal gewesen ist. So. Wie wär's mal damit? Wie wär's mal da ein bisschen Promo rauszuhauen, in die Richtung mal wieder? Dass, wenn du heiratest, dass du heiratest bis zum Tod, Digga, und nicht immer wieder irgendwas austauscht und wieder was Neues suchst oder davon ausgehst, dass du Single Mom bist und deine eigenen Millions machst und so. Bro, Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Und wenn ich ein Kind mit einer Frau auf die Welt bringe, dann werde ich für immer bis zum Tod für die beiden da sein. Fertig aus. Wir müssen uns ein bisschen an damals orientieren, weißt du? Weil das war noch wahrhaftig echt. Das hat noch auf Liebe basiert und nicht nur so opportunistisch. Ja, der hat Kohle, der hat Lifestyle, der hat dies, der hat das. Wenn ich mit dem Kind mache, dann ist es safe und so. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Wir probieren das nicht mehr in der heutigen Welt, nicht mal mehr. Weißt du, wir probieren nicht mal mehr, wirklich wahrhaftig echt zu lieben und das richtig zu machen, Digga. Da wird schon davon ausgegangen, dass ich irgendwann getrennt wird. Und dann wird schon danach der Partner ausgewählt. Was ist, wenn ich mich von dem trenne? So. Weißt du, was ich meine? Versuchen wenigstens. Wenigstens, es klappt vielleicht nicht immer, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute wirklich versuchen, echt und wahrhaftige Beziehungen zu führen. Nur 5 Monate, nachdem die Zwillinge geboren wurden, bekam Diddy erneut ein Kind mit einer Frau namens Sarah Chapman. Krass, der Bruder war auch überall, Bro, der war überall unterwegs, gell? Und Sarah war nicht irgendeine Affäre, sondern eiskalt eine Freundin von Kim, wodurch Kim ganz klar sehen konnte, dass Diddy sich niemals ändern würde und sogar mit ihrer Freundin fremdging, während sie schwanger war. Das ist hardcore. Da merkst du halt. Keine Moral. Also verließ sie Diddy erneut, der daraufhin eine jahrelange Beziehung mit Cassie führte. Da sie jedoch 3 Kinder miteinander hatten, sahen die beiden sich trotzdem regelmäßig. Und laut Diddys Aussagen waren die beiden auch nach der Trennung gut befreundet. Doch sobald Kim einen neuen Mann kennenlernte, wurde Diddy wieder zum Psychopathen. Im Jahre 2010 datete sie beispielsweise den Schauspieler Jackie Long. Krass, der sieht einfach aus wie ein Homie von mir. Bis Diddy ihn anrief und auf übelste bedrohte. Das sind die geilsten, gell?
der hat schon 10 neue Freundinnen gehabt, neue Kinder gemacht und so und dann aber trotzdem abgefuckt, wenn die Ex mit einem neuen Guy zusammen ist. Ist crazy, bro. Da Jackie schon sehr viele schlimme Geschichten über Didi gehört hatte, nahm er seine Drohung sehr ernst und trennte sich von Kim. So soll es immer abgelaufen sein, wenn Kim jemanden datete. Bis am 15. November 2018 eine schockierende Nachricht veröffentlicht wurde. A shocked and devastated Diddy spotted at the home where his ex suddenly and mysteriously died. Kim Paul. Krass, ey. Meint ihr, Diddy ist da involviert? Da ist über Nacht wie aus dem Nichts im Alter von 47 Jahren verstorben. Laut Autopsiebericht soll Kim am Abend vor ihrem Tod mit ihrer Familie ferngesehen haben und dann zu Bett gegangen sein. Am nächsten Morgen wurde sie dann von ihrer Patentochter leblos aufgefunden. Bruff. Bericht zufolge hatte Kim etwa 4 Tage vor ihrem Tod grippeähnliche Symptome wie Husten, eine verstopfte Nase sowie Hals- und Gliederschmerzen, die sich in den nächsten Tagen verschlimmerten. Ihr Arzt soll ihr dann einen Tag vor ihrem Tod ein entzündungshemmendes Medikament namens Toradol sowie eine Infusion mit Kochsalzlösung und Vitamine verabreicht haben. Doch all das soll nicht geholfen haben. Und die Todesursache wurde als Lungenentzündung diagnostiziert. Ist schon ein bisschen suspicious, gell? Diddy gab kurze Zeit später ein Statement ab und schrieb auf Instagram, dass er Kim liebt und sie vermissen werde. Sogar 50 Cent, der einen jahrelangen Beef mit Diddy hatte, über den ich ja schon berichtet habe, postete auf Instagram positive Worte in Richtung Diddy und sprach ihm sein Beileid aus. Chin up, Puff. Krass. Doch schon kurze Zeit später hörte man die ersten Gerüchte, die behaupteten, dass Diddy etwas mit Kims Tod zu tun haben könnte. Denn angeblich soll Kim an ihre Memoiren geschrieben haben, in denen sie die Machenschaften von Diddy aufdecken wollte. Laut den Gerüchten sollte eigentlich der angesehene Gerichtsmediziner Ed Winter, der für sehr viele Prominente arbeitete, die Autopsie durchgeführt haben. Und er erkannte angeblich, dass die Todesursache keine Lungenentzündung, sondern eine Vergiftung war. Crazy. Als er dann die Diagnose einreichen wollte, soll er jedoch sofort entlassen worden sein und ein anderer Gerichtsmediziner habe dann die Lungenentzündung diagnostiziert. Krass, Digga. Das ist Verschwörung aber, gell? Aber das würde auch schon Anzeichen darauf geben, dass Diddy auf jeden Fall auch mit den Behörden zusammengearbeitet hat eventuell, wo ich von ausgehe, und dann eventuell da auch einen Einfluss drauf nehmen konnte, wer dann die Autopsie am Ende des Tages macht. So. Ist crazy. Zu diesem Gerücht konnte ich wieder mal keine Beweise finden. Doch da der Gerichtsmediziner Ed Winter nur einige Monate... Ja, es ist halt auch klar, ne, wenn sowas abgegangen ist im Hintergrund und die das vertuschen wollten, wie die, was die wahre Todesursache war, dass du dann nicht handfeste Beweise dafür finden wirst, weil die natürlich dann auch zerstört werden, weil wir die nicht rauskriegen sollen, weil wir dann die Wahrheit sehen würden. Weißt du, was ich meine? So, also du wirst für die größten, heftigsten Verschwörungen wirst du keine Beweise finden, vor allen Dingen nicht einfach Beweise finden, weil es natürlich auch alles dafür getan wird, die Dinge zu vertuschen. Und so. Nach seiner angeblichen Autopsie in Rente ging und im Jahre 2023 verstarb, wurden die Stimmen immer lauter, die glauben, dass Ed Winter beseitigt wurde, um Diddys Taten zu vertuschen. Im November 2023 reichte Cassie dann ihre große Klage gegen Diddy ein, wodurch öffentlich bekannt wurde, was Diddy für ein Monster war. Besonders auffällig ist, dass Cassie ihre Anklage am 15. November, also genau am 5. Todestag von Kim, einreichte. Crazy. Durch sie vielleicht sogar mit Absicht neues Licht auf Diddy und Kims Tod geworfen hat. Dadurch kamen die ersten Leute, die Diddy und Kim nahestanden, an die Öffentlichkeit. Alles Zufälle, Freunde, alles Zufälle. Wir sind miese Verschwörungstheoretiker, wenn wir glauben, dass das Zusammenhänge hat. Öffentlichkeit und behaupteten ebenfalls, Diddy habe etwas mit Kims Tod zu tun. Als Diddy dann verhaftet wurde, postete Kims Ex-Mann LB Shore, mit dem sie ja ein gemeinsames Kind hatte, dass er ebenfalls der Meinung ist, Kims Tod war ein tragischer Mord, weil sie dasselbe tun wollte, was Cassie nun tat. Und zwar... Krass, hat er gepostet? ...dies Machenschaften aufdecken. Er behauptete sogar, dass er miterlebt habe, wie Kim begann, an ihre Memoiren zu schreiben und forderte, dass ihr Tod noch... Ich leg mich fest, Digga, Diddy war involviert. Kommt vom Feeling raus. ...mal untersucht werden sollte, nachdem nun bekannt sei, was Diddy für ein Monster sein soll. Auch Diddys ehemalige... Chat, was sagt ihr? 1, wenn er involviert war, 2, wenn er nicht involviert war. Nur nach eurem Gefühl, Digga. Wir wissen es natürlich nicht, aber wir können spekulieren.
Bodyguard Gene Deal ist derselben Meinung. In einem Art of Dialogue-Interview fragte er, wie es sein könnte, dass alle elektronischen Geräte, mit denen Kim mit der Außenwelt in Kontakt treten konnte, wie zum Beispiel ihr Handy oder Laptop, fehlten, als sie leblos aufgefunden wurde. Alles war weg? Yo, Digga, ist dein Ernst? Außerdem habe er zahlreiche Theorien über Diddy und Kim gehört. Darunter auch die, dass Diddy den Sarg von Kim bereits 2 Monate vor ihrem Tod gekauft haben soll. How you order a gold casket 2 months before somebody died, man? What the fuck? Das ist nicht belegbar, gell? Auch unter den zahlreichen Anklagen gegen Diddy gibt es eine... Aber es ist eigentlich belegbar. Also miese FBI-Research, also wenn du in die Unterlagen reingucken könntest, wann die Bestellung aufgegeben würde und so von dem Sack, dies, das, könntest du das ganz easy rausfinden. Aber das ist halt, wenn der gedeckt wird von der Regierung vielleicht sogar oder von irgendwelchen Geheimdiensten, dann kommt das halt nicht raus. Und namens April Lampros, die in ihrer Anklageschrift behauptete, dass Kim über die Machenschaften von Diddy Bescheid wusste und dass Diddy sie im Jahre 1996 dazu zwang, intim mit Kim Porter zu werden. Doch eine Sache hat besonders viel Aufmerksamkeit erregt. Denn nachdem die Gerüchte über die angeblichen Memoiren von Kim Porter jahrelang im Internet rumkursierten, erschien kurz bevor Diddy verhaftet wurde, ein Buch, das angeblich die begonnenen Memoiren von Kim enthalten soll. Krass. Die sie ihr Leben gekostet hätten. Das Buch trägt den Titel Kim's Lost Words und wurde von einem Mann namens Chris Todd veröffentlicht, der die vermeintlichen Memoiren von einem Freund von Kim erhalten haben soll. In dem 60-seitigen Buch werden die wildesten Behauptungen aufgestellt. Zum Beispiel, dass Kim einige Tapes gefunden habe, die Diddy und einen 18-jährigen Popstar zeigten. Yo! Justin oder Usher? Sie soll diese Tapes kopiert haben, um sie irgendwann gegen Diddy zu verwenden. Im Buch wird auch behauptet, dass Kim eine Affäre mit Tupac gehabt haben soll. Und es wird beschrieben, wie Diddy mehrfach übergriffig gegenüber Kim wurde. Da das Thema Diddy sowieso schon sehr viel Interesse weckte, schoss das Buch sofort auf die Spitze der Amazon-Bestsellerliste. Doch nur kurze Zeit später gaben alle, die Kim nahestanden, bekannt, dass dies nicht die echten Memoiren von Kim seien. Ja, jo, Bruder, man steigt da nicht durch. Du kannst es einfach nicht mehr sagen heutzutage. Die könnten alle bedroht worden sein von Agenten. Oder bestochen mit Geld. Man weiß es halt nicht. Auch L.B. Shore, der Meinung ist, dass Kim vor ihrem Tod an ihren Memoiren gearbeitet hat, erklärte öffentlich, dass dieses Buch eine Fälschung sei, woraufhin Amazon das Buch wenig später wieder entfernte. Doch mittlerweile... Krass, haben die das... Amazon hat es entfernt, Bro? Mittlerweile kann man das Buch natürlich einfach googeln und als PDF gratis downloaden, deswegen es weiter im Internet rumkursiert. Obwohl die Stimmen immer lauter werden, die fordern, dass eine erneute Autopsie bei Kim Porter durchgeführt werden soll, bleibt bis heute ihre offizielle Todesursache eine Lungenentzündung. Und so wie es aussieht, wird es wohl auch weiterhin so bleiben. Doch jetzt, wo ich das ganze Thema einmal durchleuchtet habe, bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt. Ja, die haben wir gerade abgegeben, Bro. Aber warum nicht einfach eine neue Autopsie machen und ja die Verschwörungstheoretiker mundtot machen? Why not? Was denkt ihr? Ist Kim wirklich nur an einer Lungenentzündung gestorben? Nein, ich sag nein. Oder steckt etwas Größeres dahinter? Ja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich bin auch ein mieser Mystiker, deswegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da mehr dahinter steckt, auf jeden Fall. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne. Karrieren, Männer, da. Yes, Sir, haben wir uns reingezogen. Cooles Video auf jeden Fall. Ich küsse eure Zirbeldrüschen. Freunde, eure Gedanken natürlich unten in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, was die Community dazu sagt. Also ich habe mich ja schon festgelegt während der Reaction. Aber gerne auch in den Kommentaren weiterschwurbeln. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Gang. Peace out.